Die Isle of Man, eine kleine Insel mitten in der irischen See. Seit mehr als 100 Jahren verwandelt sich die Insel für 2 Wochen im Jahr zum Motorrad-Mekka. Die Tourist Trophy ist das gefährlichste Straßenrennen der Welt. Sie ist die Königsklasse des Rennsports. Auf einem 60 Kilometer langen Kurs auf gesperrten Landstraßen geht es quer über die Insel. Nirgendwo sonst kommen die Zuschauer so nah ran an ihre Helden. Nirgendwo sonst gehen die Fahrer so sehr ans Limit. Seit 1935 spielt sich hier eine aberwitzige Überholungsjagd ab. Aber diesmal nur im Film. Der britische Filmstar George Formby dreht einen mittlerweile zum Kult gewordenen Film über die TT. In der Hauptrolle er selbst als Rennfahrer. Die Isle of Man ist zu dem Zeitpunkt schon weit über die Grenzen des englischen Königreiches bekannt. Das Rennen hat sich im internationalen Motorsport etabliert. Doch begonnen hat alles ganz anders. When other places in the UK, for example, als andere Orte im Vereinigten Königreich beschlossen, öffentliche Straßen für Rennen zu verbieten, ergriff die Isle of Man die Initiative. Seit 1905 gibt es hier Rennen für 4 Räder, seit 1907 für 2 Räder auf normalen Straßen. Der Rest ist Geschichte. Am Anfang waren es ein paar Leute, die gemeinsam ihrem Hobby nachgingen. Aber es ist in den letzten 100 Jahren gewachsen und gewachsen. Dave Cratney ist Motorradfan und bekleidet seit 1996 verschiedene Ministerämter auf der Isle of Man. Während der TT Practice Week arbeitet er freiwillig als Marshall an der Strecke. Das Rennen bestimmt sein Leben. Ich zähle mich selbst dazu. Mein Leben geht entweder um die Isle of Man oder Weihnachten. Diese beiden Sachen sind für mich sehr aufregend. Das erste Seitenwagenrennen auf der Isle of Man findet 1923 statt. Es geht über 3 Runden. Die Briten Freddie Dixon und Walter Danny gewinnen die Premiere. Durchschnittsgeschwindigkeit damals stolze 58 km/h. Kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939. Die Nazis wollen auch im Motorsport ihre Macht demonstrieren und marschieren auf der Isle of Man mit den Werkteams von BMW, NSU und DKW auf. Die Veranstaltung mutiert zu einem NS-Propaganda-Event. Schorschmeier siegt im Seniorrennen auf einer BMW RS 255 Kompressor. In den 30er Jahren erreichen die wagemutigen Fahrer bereits Bestzeiten von 135 Kilometern pro Stunde. Die TT bringt ihre ersten Helden hervor. Stanley Woods gewinnt die Trophäe 10-mal. Der Mythos der TT lebt von ihren Helden. Es gibt unzählige Geschichten zu erzählen. Ein ganz großer ist der Italiener Giacomo Agostini. Sein Debüt gibt er bei der 1965er TT auf einer 350er MV Agusta. Er nimmt insgesamt an 16 Rennen teil und beendet 10 davon als Sieger. Ich hatte die Ehre, Giacomo Agostini am Flughafen abzuholen und ihn auf einer Ehrenrunde auf der Isle of Man zu begleiten. Auch jetzt noch kann ich sagen, er ist so beeindruckend. Er hat eine großartige Persönlichkeit. Er hat ein einzigartiges Charisma. Er ist sehr besonders. Und für mich ist es eine Ehre, ein Fan von ihm zu sein und ihn jetzt sogar persönlich zu kennen. Bei den Seitenwagen, die seit 1954 wieder auf der Isle of Man starten, gibt es große Veränderungen. Sie fahren bis 1960 auf dem Clipps Course. Natürlich auch ein Straßenrennkurs, aber um einiges kürzer als der Mountain Course.
Wir hören in den Originalkommentar aus dem Jahr 1954. Oliver gibt die Führung an Schmidt ab. Runde 2, Wollaston Corner. Hildebrand mit der Nummer 12 wird bedrängt und kämpft um Position 3. Von hinten überholt Oliver die Deutschen auf der BMW-Maschine. Zwar gewinnen 1954 die Briten Oliver und Nutt, aber schon ab 1955 beginnt eine fast 20 Jahre andauernde deutsche Siegsträhne. Warum sind die Deutschen speziell in dieser Disziplin so erfolgreich? Vielleicht haben sie einfach die schnellsten Maschinen, ich weiß es nicht. Bis in die späten 1970er Jahre dominieren die Deutschen die Seitenwagenrennen. Aber ab 1989 sind die Gespanne fest in einer Hand. Dave Molyneux, der Manxman, hat bis heute 17 Mal die TT gewonnen und hält mit 185 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit den Rekord als schnellster Fahrer. Isle of Man. Das sind Grenzerfahrungen, die Leidenschaft und Mut zeigen. Bei Menschen, die für die Tourist Trophy ihr Leben aufs Spiel setzen. In der Idylle dieser Insel erlebt man Sportler, die den Sinn des Lebens darin finden, immer wieder an ihre Grenzen zu gehen oder sie zu überschreiten.